Jean Edgerton Fowles, my whiskey friends. Welcome to my whiskey. Ciao, whiskey. Doc! What's a crack in whiskey? Um, ultimate smoke rates. Ja. Es geht euch alle wieder gut. Wunderbar. Wunderbar, mir auch. Falls jetzt wieder die Frage kommt von Herrn Volkbart, famous, auch genannt in Fachkreisen. Was los da? Schon wieder Mittwoch, keine Zeit hier, ich muss weg und so. Ja, heute wieder Mittwoch mache ich mal ein Video. Da müsst ihr mich eben auch mal mittwochs ertragen. Nein, weil ich noch nicht weiß, ob ich Sonntag schaffe. Muss ich sehen, ob ich schaffe. Aber ich habe gedacht, ich mache heute einfach eins rein. Ich hätte auch warten können bis Sonntag und Sonntag reinmachen. Aber nein, ich bin jetzt mal so frei, wie man sagt, in Old Germany. Ja, ich mache heute einfach ein Whisky-Video. Und was habe ich heute mitgebracht? Ich stelle mal Glas ein bisschen runter, damit man besser sieht. Es ist der Tomaten. Ja, der Tomaten 16 years old. Tomaten, nicht Tomaten, wie Tomaten, Tomaten. Ja, hier haben wir das Bottle. Ja, dieses Bottle oder die Bottles von Tomaten, hier hinten haben wir auch schön mit dem Emblem drin, gehören für mich zu Spitzen Whisky Bottles. Ja, yeah. Das gibt es auch in meine Kategorien. Unter anderem gehören da auch Damo dazu. Und ja, noch ein paar andere. Jedenfalls, Tomaten macht wirklich geile Bottles, muss ich sagen. Und auch schöne Whiskys, die ich bis jetzt hatte. Diesen Whisky, wartet mal, er kommt mit 46% Alkoholvolumen, ist nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Hier habt ihr die Farbe, es ist eine Kupferfarbe. Ja, schönes Kupfer. Soll ich nochmal hier hinstellen? So, ja, nein, machen wir lieber hier. Dann sieht man das Bottle besser. Ja, dieser Whisky ist nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Kommt, wie gesagt, mit 46% Alkoholvolumen. Tomaten wurde 1897 gegründet offiziell. Aber man hat damals schon im 15. Jahrhundert Whisky bezogen in der Ortschaft, die damals anders hieß. Und alte Viehtreiber und Viehzüchter haben dort ihren Whisky bezogen und damals hieß es anders. Ab 1897 offiziell gegründet Tomaten in dem Ort Tomaten. Ja, gleichnamig, seht ihr? ja, das war's eigentlich. Er kommt aus den Highlands, dieser Whisky in Scotland. Ja, und ja, gereift ist er in Ex-Bourbon-Fässer und hat dann einen Finish bekommen. Wie lange, weiß ich aber nicht, da hat mich nichts gefunden. Hat einen Finish bekommen in portugiesischen Moscatel Winecast. Ja. In portugiesischen Weinfässern hat er einen Finish bekommen. Wie gesagt, wie lange weiß ich nicht. Jedenfalls, er ist 16 years old. Okidoki, we might get nosing. Wow. Wow, wow, wow. Wie die Farbe hier schon sagt, orange, kann man orange-rötlich so sagen. Mehr Mandarinfarbe hat er hier gleich sofort. Mandarin, Orangen, sofort. Deswegen wahrscheinlich auch diese Farbe so gemacht. Trockene Früchte, Himbeeren, ganz doll, aber Orangen und Mandarin, Pfirsiche, wow, Aprikosen haben wir drin, alles, was das Herz begehrt. Wow, nice. Okay. Ja, alles cremig, weich in der Nase, trockene, auch die von den trockenen Früchte, viel Aprikose, Orangen, Mandarinen, jeweils in frischer Form und in trockener Form. Hm. Also so wie er schon mal riecht, wenn er auch noch so schmecken wird, Jetzt Hauch Schokolade, aber nicht dunkle, ist wieder voll mit Schokolade. Aber die Aprikosen, die Frische, die Zitrusfrüchte, Lemon. Boah, was der alles drin hat,
alles an saftige Früchte, trockene Früchte, ist wie so ein ganzer Obstkorb. Und die Orangen entwickeln sich nach und nach in schöne Orangen-Marmelade. Ja. Boah, richtig dick aufs Toastbrot drauf. Schöne Orangen-Marmelade auf Toastbrot, richtig fett drauf schmieren. Wow, lecker. Oh. Okidoki. Slideshow. Wow. 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 Cremig, feine Vanille, Orangen, Zitronen, richtig spritzig die Lemon. Wow, die trockenen Früchte, reife, fette Marmelade auch im Mund. Wow, mmh. Wow. Er kommt noch mal nach, die Orangen. Schön saftig mit Mandarinen, Aprikosen. Bleibt immer noch. Mmh. Füllt den ganzen Mund wieder. Wow. Boah, ist der gut. Really. Really, really good. Wow. Mmh. Für mich schöner, langanhaltender Whisky, der nicht so schnell verfliegt, wo man nicht wieder nachgießen muss gleich, um den Geschmack wieder im Mund zu haben. Er bleibt drin. Während ich hier das rede, er bleibt einfach in meinem Mund schön süßlich. Als ob ich noch so einen 2 Orangen-Zitronenbonbon im Mund habe. Und den immer noch lutsche, wenn ich mit meiner Zunge in die Backen immer reingehe, um die Zähne wische sozusagen. Er bleibt schön lange anhalten. Ein wirklich gutes Ding. Okidoki. Slash you auf euch. Mm. Mm. Boah. Noch doller die Orangen. Als ob ich gerade in eine Orange reinbeiße. Oh. Mann, ist der gut. Die Mandarinen. Richtig schön. Ein richtig schöner Whisky. Ich bin begeistert. Die Marmelade bleibt immer noch alles. Die Creme. Leichte voll mit Schokolade. Aprikosen bleiben. Alles bleibt drin wie beim ersten Schluck. Und entwickeln sich noch saftiger im Mund. Boah. Ist das ein gutes Ding. Also dieser Whisky gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir besser als manche 22-Jährige. Ja, wirklich. Dieser Whisky ist echt für mich sauberes Spitzenwhisky-Ding. Wirklich so lecker. Ja, was kostet dieser Whisky? Ja, ich glaube, der kostet am günstigsten. Jetzt glaube ich jetzt im Angebot für 67, 68 Euro. Ja, im Schnitt könnt ihr so um die 70, 75, 80 so rechnen. Zwischen 70 und 80 Euro. Ich habe ihn auch schon gesehen bei einem Händler. Ich glaube knapp 100. Das ist aber viel zu viel Geld dafür. Sage ich jetzt mal, die Preisspanne zwischen 60 und 130 Euro. Müsst ihr gucken, wenn ihr den noch nicht hattet, kann ich euch den wirklich empfehlen. Das ist ein sauleckerer Whisky. An dem werdet ihr euren Spaß haben. Mm, sehr lecker. Okidoki. Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch ein schönes Wochenende ist ja nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bleibt mir alle gesund und eure Lieben. Und dann bis zum nächsten Mal. See you later. Alligator Slaw.